Och nö, 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 nö. Von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden. Highspeed-Skelette jetzt bei Nerim. Warte, der ist doch fast tot. Ja! Highspeed-Skelette kriegen wir echt nur hier. Guck dir das an. Beruhig dich. Niemand hetzt dich, mein Freund. Ja. Au. Yay, Zerstörung hat sich verbessert. Ja. Achtung, versuchen wir mal einen Home Run zu machen. Und du. Ach, schade. Und du. Ja. Das war ein sehr schwacher Schlag, aber immerhin etwas, immerhin etwas. Wir müssen klein anfangen. Stone muss immer klein anfangen. Stone bleibt klein. Mist. Alle mit einem perversen Kopf denken sich jetzt was anderes. Hihihi, Stone bleibt klein. Hier gibt es keine Tür im Gitter. Kein aufschiebbares Gitter. Ich muss auch aufhören, so oft rumzuhüpfen. Denn das Rumhüpfen zieht wahnsinnig an der Ausdauer und Ausdauer brauche ich so richtig beim Casten. Na 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 na. Wurzel, 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 Wurzel. Ich denke, ich habe deutlich genug gemacht, dass hier eine Wurzel war. Oh. Highspeed-Skelett. Froster ist für alle da. Oh, volle Breitseite, die Axt in den Schädel. Oh Mann, ich weiß nicht, wie ich gerade eben drauf gekommen bin, aber das müsste mein neuer Wahlspruch werden, wenn ich einen Frostmagier irgendwo spiele. Froster ist für alle da. Ja. Oh, Moment, vielleicht kriege ich dann Probleme mit der Lizenz und vielleicht werden die mich dann verklagen, weil ich den gleichen Spruch benutze mit der gleichen Betonung. Oh Gott! Au! Gott damn it! Haben wir noch einen Bannentrank? Machen wir mal meine Stahlstreitaxt vergiften mit dem Gift der Stille. Mist, ich habe keinen Bannungstrank mehr, oder? Übersehe ich das gerade? Am Ende sagt ihr mir sowieso alle, Stone, das war zweite Reihe, links oben von rechts. Ach, da ist es. Tatsächlich. So, ich bin nicht mehr gelähmt. Steh auf, steh auf. Okay, Stille. Stille ist drin. Au. Ah, Dreck, 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 Dreck. Ranziger Heiltrank, reinschmeißen, Bannungstrank, zack. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Oh, nur 100 EP, wow. Gott, dieses Vieh ist ja brutal gewesen. Der Loot ist auch bescheiden. Ich hoffe mal, dass da hinten jetzt der Dungeon-Loot ist. Dass wir den Dungeon schon geschafft haben. Haben wir irgendwelche Ecken eigentlich übersehen? Nein, sehr gut. Ich muss irgendeinen Weg finden. Das Doofe an der ganzen Sache ist... Ich habe mir doch extra den einen Zauber geholt. Haha, ich habe jetzt extra einen Zauber, damit ich keine Tränke mehr schlucken muss. Nämlich Zauberbannung, gar nicht mal so schlecht, was? Aber wenn ich gelähmt bin, kann ich keinen Zauber wirken, also bin ich ein bisschen gedisst in jeder Hinsicht. Ah, ich sehe nichts. Ist da wer? Hallo? Oh, nee. Ah, ah. Bah. Bah. Battle of the Frosts. Okay, es dauert mir zu lang. Hörst du dich auf zu heilen?
In diesem Fall würde ich sogar sagen, Geduld zahlt sich aus. Geduld zahlt sich wirklich aus. Würde ich nämlich die ganze Zeit nur nach links und rechts ausweichen und immer wieder so einen Frostball schießen, dann würde ich eindeutig mehr Leben haben nach dem Kampf. Aber wir können uns ja voll heilen. So. Das sollte reichen. Zack, eine Schnellspeicherung und wir stoßen weiter vor. In die sehr dunklen und sehr unsympathischen Höhlen. Hallo? Oh. Wurzel, Wurzel, überall Wurzeln! Na super. Ich gehe rein. Oh, endlich Loot. Ich habe den Rachegeist getötet. Geil. Loot, Loot. Oh, wie geil. Ein Federtrank. Nein. Warum ich? Oh, da geht's schon wieder los. Wusch. Komm her. Komm her, ich will dich mit dem Frostding töten. Komm, 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 komm. Und Froster ist für alle da. So ein Kill musste auch einfach mal sein. Mit der Waffe wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, aber Froster muss einfach für alle da sein. Ihr habt den Erfolg erledigt erhalten. Achievements. Ich muss alle Achievements nachgucken. Ich bin ein Achievement Hunter. Für das Erlegen von 250 Gegnern. Wir haben schon 250 Gegner erledigt. Wohoho. Bestimmt gibt es nochmal Achievements für 500 und einmal für 1000. Oh, eine Zombie-Grube. Was ist da los? Juhu. Teleport-Rune. Oh. Sehr gut, sehr gut. Nochmal das Buch Schattengeborene, aber Stone, du hast es schon gelesen, warum nimmst du es mit? Der aufmerksame Beobachter wird festgestellt haben, dass dieses Buch 150 Münzen wert ist. Ja, dritte Zähne brauchen wir erstmal nicht. Aber falls es eurem Gebiss nicht so gut geht, kann ich euch nur empfehlen, wer dritte Zähne braucht, geht in ein paar Kryptas, holt euch die Zähne. Ist garantiert billiger. Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh, was habe ich getan? Komm, gib ihm, gib ihm. Ah. Oh Gott. Der Schaden, der Schaden. Okay. Ha! Nein, nein, aua, was? Wo? 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 Was? Aua. Nein, ein Bogenschütze. Oh, Dreck. Moment, wir müssen einen Mana-Trank trinken. Komm schon. Komm runter. Wir müssen uns mit allen Ressourcen bedienen, die uns zur Verfügung stehen. Komm her. Komm schon. Komm schon. Wie viele Pfeile hat der Junge? Er lebt immer noch. Wie gut, dass man den Pfad von Pfeilen ein bisschen besser voraussagen kann als von Zaubern. Aber wir gehen an die Sache hier ein bisschen anders dran. Folgendes. Wir gehen jetzt zuerst... Och nö. Oh nee, ich komme nicht mehr zurück, oder? Doch, hier.
Wir gehen etwas anders an die Sache ran. Wir töten zuerst die ganzen Zombies. Hier. Ich habe nicht die Befürchtung, wenn wir da hochgehen, dann kommt die gesamte Zombie-Masse auf uns zugerannt und das wird ein bisschen stressig. Oh je. Das sind aber ganz schön viele Zombies. Oh. Das sind nur faulende Zombies, das sind nur faulende Zombies. Oh, nicht gut. Weiter, weiter, weiter. Noch ein Mana-Trank. Zurück, 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 zurück. Einer tot. Okay, dem Rest schenken wir so ein. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Böse! Au. Hit and run, 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 hit, hit and run, hit. So. Puh. Nerim Low Levels, hit and run vom Feinsten. Um ganz, 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 ganz ehrlich zu sein, ich habe wirklich bezweifelt, dass wir diesen ganzen Pulk an Zombies erledigen können. Aber es hat ganz gut geklappt. Ohne den Frostzauber wäre es sehr eng geworden. Schauen wir aber erstmal jetzt, was hier so Feines ist. Ich merke auch schon wieder, dass mein Hals etwas rau wird. Ach nö. Yes! Woo! Ihr habt euch verbessert. Da. Komm her. Boom. Das ging voll auf die Niere. So wahnsinnig viele Zombies. Verdammt, warum bin ich immer so neugierig? Ihr seid bestimmt schon alle total angenervt, dass es nicht weiter mit der Story geht. Ich wäre jetzt vielleicht nicht angenervt, aber ich würde es zumindest mal ein bisschen schade finden. So, ah Mann, jetzt tötet er die ganze Zeit random irgendwelche Monster in irgendwelchen Höhlen, wo er eigentlich noch gar nicht rein muss. Ah, au! Hallo? 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 Au! Und das Yeezy, nimm das! Gegen die Wand geschleudert, mein Freund! Immerhin hat es einen super Vorteil, solange wir hier unterwegs sind. Erfahrungspunkte! Ach nö, nicht schon wieder im Kampf. Kriege ich bitte einmal eine Verschnaufpause? Einmal, ganz kurz. Warte, da kommen wir? Ja, da kommen wir her. Da kommen wir her. Was ist denn das schon wieder für Kampfmusik hier? So, auf jeden Fall geht's hier weiter. Spinnenweben. Ew. Hallo? Gott, Kampfmusik, hör auf, mich so nervös zu machen. Nein, 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 nicht noch tiefer. Ah. Ah. Da muss ich doch kurz mal meinen Hintern zurechtrücken. Oh Gott.
Wie lange nehmen wir jetzt auf? 1:45. Wow. Aber ich muss wissen, was in diesem Unterschlupf ist. Ich kann jetzt nicht aufhören. Es macht mich wahnsinnig. Zuerst gehen wir aber hier lang. Nicht zu vergessen, immer wieder mal schön eine richtige Speicherung zwischen reinzuschieben. Oh shit! Oh. Hau ab! Oh. Souverän, Stone, souverän. Puh. Der zweite Lehmangriff hat mich durch Zufall nicht getroffen. Also was heißt durch Zufall? Ich habe Glück gehabt, dass der Felsen hier im Weg war. Und im ersten Lehmangriff gerade noch ausgewichen. Sehr, sehr gut. Aber bevor wir in den nächsten Bereich gehen, der mit Unterschlupf gekennzeichnet ist, wollen wir zuerst hier lang. Bevor wir irgendwelche Türen öffnen. Oh, bitte lass es Loot sein. Bitte lass es guter Loot sein. Nein. Einfach ein Dietrich und runenverzierte Eisenstiefel. Auch noch Eisenstiefel, nicht mal Stahlstiefel, nur Eisenstiefel. Na, immerhin hat es mir, wie es aussieht, gerade eben 30 Erfahrungspunkte gebracht. Die Kiste zu knacken. Das ist echt der einzige Trost, den ich habe, oder? Kein Eisenvorkommen, keine weiteren Truhen, gar nichts. Einfach eine Truhe mit ein bisschen Billigloot. Bei solchen Sachen bin ich echt... bin ich angespornt, weiter nach unten vorzudringen in die Höhle. Und nicht nur, weil ich die Höhle vollständig haben will, sondern weil es mich einfach so sehr interessiert, was zur Hölle es am Ende für Loot gibt. Und ich will nicht total umsonst hier reingegangen sein. Also verständlich jetzt außer das große Abenteuer zu erleben. Gerade eben hat es etwas gelaggt. Es laggt immer noch. Komm schon, beruhig dich. Beruhig dich, mein kleiner süßer Dual Core. Du hast es ja gleich geschafft. Aber bevor wir tiefer reingehen... eine kleine Sicherung. Okay, bitte lass es das letzte Gebiet sein. Wir sind schon wieder durch zwei riesige Höhlensysteme gelatscht. Jetzt möchte ich wirklich nicht, dass es noch tiefer reingeht. Und ich hoffe auch wirklich, dass... Oh, hat mich das erschrocken. Meine Fackel ist leer gegangen. Ja, jedenfalls hoffe ich auf jeden Fall, dass, falls hier auch wieder irgendein Endboss sein wird, wieder eine Magier, den wir vorhin in der einen Ruine nach 3 Stockwerken getötet haben, dass das, falls das Questgegner sind und wir die Quest später bekommen, oh, da ist irgendetwas, und wir die Quest später bekommen, wir trotzdem sagen können, hey, hör mal, den habe ich schon getötet und nicht, dass die Quest dann gebuggt ist, weil wir zu viel erkunden waren. Oh Gott, was ist das denn? Wow, das sieht echt creepy aus. Ein riesiger Kreis, der aus Rippchen besteht. Haha, Rippchen. Mag ich normalerweise, aber nicht hier. Gott! Nein! Oh, Kacke. Ist noch ein Akolyt, das ist noch ein Akolyt. Oh. Rolle der Wohltat pfeifen wir uns kurz rein. Zack. Für die Heilung und dann nebenbei noch einen Mana-Trank. Zack. Komm schon. Nice. Nicht die Nerven verlieren. Alles unter Kontrolle. Es waren nur 2 Stück. Oh. Oh. Nice.
Ein normaler Skelettakolyt hat was Nettes für mich. Davor hatten wir jetzt ein Amulett mit Schleichen, Sicherheit, Ausdauer verstärken und jetzt Magie festigen. Nice, Wiederherstellung. Nice. Bringt mir auf jeden Fall mehr. Da hatten wir noch Ausdauer, die 7 Punkte, aber ich glaube, Magie ist mir gerade etwas sympathischer. 2 Akolyten. Die Bogenschützen kann man relativ leichtfertig machen, weil man vorausschauen kann, wo der Pfeil entlang fliegen wird. Bei den Nahkämpfern kann man immer wieder Hit and Run machen und zurück hin ausweichen, aber sobald so ein Akolyt kommt und anfängt mit seinen Blitzen herumzufunken, dann lieber nicht. Dann fängt's an, etwas schmerzhaft zu werden. Mit seinen Blitzzaubern funkt er uns quasi dazwischen. Ah, Gott! Es wird immer flacher. Ich liebe flache Witze. Oh nee, nicht noch einer. Entschuldigung, Entschuldigung, ich hasse flache Witze. Komm schon, gib ihm. Boah, ich muss noch einen Heiltrank trinken, das ist mir gerade zu riskant. Komm. Bah. Ah, guckt euch mein Leben an, guckt euch mein Leben an, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, in der Postproduktion werde ich extra an mein Leben ranzoomen, weil das ist hier so oft so krankhaft knapp. Ah, gerade noch so überlebe ich das, indem ich mir Tränke einschenke. Das reimt sich sogar. Aber, oh Gott. Indem ich mir Tränke den Rachen runterkippe, das würde es eher treffen. Und ich habe im Moment einfach keine Geduld zu warten, bis ich tatsächlich vollgeheilt bin. Die Rolle ist auf jeden Fall besser als die ranzigen Heiltränke. Aber ich heile mich mal trotzdem mit den ranzigen. So. Und noch einen, warum auch nicht. Und nehmen wir mal den Lichttrank, der ist sowieso gestohlen. Bevor noch irgendwelche Wachen mir irgendetwas anhängen wollen, dass ich mit gestohlenen Gegenständen rumlaufe, wollen wir lieber gleich mal das Ding wegtrinken. Oh, bitte lass es genug gewesen sein. Ich habe keine Lust auf weitere Akolytenkämpfe. Und auch auf keine weiteren Geisterkämpfe. Das sollte keine Einladung gewesen sein. Ah, so finster, so finster. Da hinten ist etwas. Das ist ein Geist. Und ein Akolyt, super. Oh Gott, 2. Oh nee. Autsch! Gott, dieser Geist, meine Fresse. Das war viel zu viel Schaden. Okay, oh Gott. Gib ihm! Gib ihm! Nein, 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 nein! Oh, ich kann hier nicht ausweichen. Okay. Mit Hit and Run konnte ich ihn irgendwie davon abhalten, noch mehr von diesen Frostblitzen zu schießen, weil ich glaube, diesen Frostblitz schießt er nur, wenn er eine bestimmte Distanz zum Charakter hat. Oh mein Gott, meine Finger kribbeln sogar vor Adrenalin. Puh. Aber ich würde sagen, Stone ist wieder ein Level up aufgestiegen. Mist, das macht keinen Sinn. Stone ist ein Level aufgestiegen. Juhu! Mehr Intelligenz bitte. Mehr Willenskraft, wir müssen unsere Zauber immer mehr pushen, immer weiter pushen. So, jetzt nehmen wir mal nochmal Konstitution. Und jetzt können wir auch nochmal gucken.
Moment. Ich hatte 126 Leben und jetzt habe ich 126 Leben. Super. Verdammt. Habe ich hier zufällig irgendwelche Debuffs oder so? Nö. Verdammt. Bringt Konstitution sonst noch irgendetwas? Ausdauer, Lebensenergie, wie schnell die Werte steigen, wenn ihr eine Stufe aufsteigt. Bei höherer Konstitution regenerieren sich diese Werte schneller. Also eigentlich bringt mir das derzeit nur, dass meine Ausdauer sich schneller regeneriert. Was nicht unbedingt schlecht ist, denn als Magier bedeutet ja volle Ausdauer mehr Zauberschaden. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass meine Ausdauer sich schneller regeneriert, kann ich auch, falls ich mal mit der Waffe zuhaue im Kampf, schneller meinen Magieschaden maximieren. Und wer ist eigentlich dieser Max? Och nö, schon wieder einer. Diese Höhle ist verpestet mit euch. Nein, zwei. Oh, Kacke, da ist einer mit. Was ist das denn? Das ist ein Ochse, kein Skelett. Aua, jetzt wird's schmerzhaft. Okay, was haben wir hier noch für Rollen? Ich muss alles, gib mir alles. Rolle des Mana-Raubs. Gib mir Mana. Rolle der Wohltat. Gib mir Leben. Was haben wir noch? Lebensenergie absorbieren. So, jetzt 3 Zauber. Oh Gott, hat der viel Leben. Moment, wir haben hier Rolle der Elemente, Anfälligkeit gegen Frost 15%. So. Au! Aua. 40 Punkte instant heilen. Au! Verdammt! Ich muss raus aus der Ecke. Kacke. Ach. Kannst du Türen öffnen, du Sack? Ja, er kann Türen öffnen. Wo ist der Gang? Ich brauche mehr Mana. Ah, mehr Mana. Komm schon. Jawoll. So hängst du gut, mein Freund. So hängst du gut. Ah, ich kann nicht. Oh Gott. Hilfe. Er hängt nicht mehr fest. Ah, ich brauche mehr Leben. Besseren Heiltrank trinken? Habe ich noch irgendwelche Rollen? Ich brauche mehr Rollen. Oh Gott. Ah, meine Hände zittern ein bisschen. Ah, beruhig dich. Okay. Mana-Trank. Stirb endlich, um Himmels Willen, stirb! Ah. Blutfürst Tauron. Oh mein Gott, meine Hände zittern. Oh Gott. Handschuhe des Novizen. Damit haben wir schon 3 Set-Teile von 4. Das Set ist fast vollständig. Sehr gut. Rottenmeister Beinschienen. Sehr geil. Und nochmal für den Dieb das Set. Sehr gut. Eine zweihändige Axt mit 9 Schaden. Endlich mal eine zweihändige Waffe, die mehr Schaden macht als meine normale Axt. Oh Gott. Oh mein Gott, meine Hände zittern. Der sah vor allem auch noch so bedrohlich aus. Im Dunkeln diese rotleuchtenden Augen und dann diese rotleuchtende Axt. Oh Gott.
Blutfürst Tauron. Na, oh. Geschafft. Jetzt erstmal zur Belohnung. Die Rottenbeinschienen ausrüsten. Moment, ich möchte sehen, wie die Beinschienen aussehen. Obwohl, ja, Moment, rüsten wir das kurz weg. Oh, das sieht irgendwie nach weniger Schutz aus. Egal. Setbonus, schwere Rüstung. Warte, 5 Teile Setbonus. Wie sieht es jetzt aus? Zack. Was bringt das? Schwere Rüstung plus 3 und Lebensenergie plus 4. Nice. Haben wir jetzt eigentlich alles vom Rottenmeister? Ist das alles? Ich hab's gerade vergessen. Sind 5 Teile alle Teile? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich glaube, wir brauchen noch einen Helm, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir sehen schon mal richtig geil aus. Mit dem ganzen Rottenmeisterzeug. Auch wenn der Kampf mich gerade eben den letzten Nerv gekostet hat. Bitte lass jetzt hier nichts mehr spawnen. Das reicht. Ich setze einfach mal alles darauf, dass dieser Blutfürst Tauron... Ja genau, jetzt sind wir hier einmal drumherum gelaufen. Dass dieser Blutfürst Tauron... Nee, noch nicht ganz. Da oben bei diesen Knochen war, zwischen diesen Knochen war. Und dadurch, dass wir davor schon eine komplette Runde außen rum gelaufen sind, ist er irgendwann auf uns aufmerksam geworden. Komm hoch, komm hoch, komm schon. Yes. Okay. Das sieht da aus, als ob da noch irgendwo ein Gang entlang gehen würde. Verdammt, es lässt mich nicht in Ruhe. Wir müssen da hoch. Komm schon. Yes. Yes. So. Zeig mir deine versteckten Gänge, du Höhle-Nerims. Stone, da ist gar kein Gang. Haha, was für ein Reinfall, Stone. Verdammt. Da denkt man einmal, man hätte aufmerksam die Karte studiert und dann sowas. Da hatte ich hier sogar ganz gemütlich einen Thron gehabt. Tja, Tauron. Jetzt das wohl mein Thron. Zack und dies. Irgendwie sieht das verdammt geil aus. Moment, das ist ein Screenwert. Tada. Hallo, aufstehen. So, sehr, sehr gut. Das musste einfach mit einem Screenshot verewigt werden. Moment, packen wir mal die Fackel weg. Ich habe Lust, hier noch einen Screenshot zu machen. Puh. Gott, nach so einem adrenalingeladenen Kampf brauche ich erstmal eine Pause. Also, ich nehme schon wieder über 2 Stunden auf. Das heißt eigentlich, dass meine derzeitige Aufnahmesession sich wieder einem Ende zuneigt. Guckt euch an, wie viele Knochen hier liegen. Das ist der Wahnsinn. Boah. Ja. Auf jeden Fall neigt sich die Aufnahme langsam wieder einem Ende zu. Denn länger als 2 Stunden will ich nie aufnehmen, denn es kann ja immer passieren, dass irgendwo innerhalb der 2 Stunden Asynchronität stattgefunden hat, dass sich die Audiospur verschoben hat im Vergleich zur Videospur. Dann kann es noch sein, dass plötzlich Fraps irgendwann zufällig abgekackt ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Dann kann es sein, dass meine Festplatte schon voll läuft, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich mir nicht gemerkt habe vor der Aufnahme, wie viel Gigabyte ich noch frei habe. Und lauter solche Sachen, deswegen breche ich lieber immer bei 2 Stunden ab. Aber eine Sache kann ich euch jetzt garantiert versichern. Wahrscheinlich habe ich euch das letzte Aufnahme auch schon versichert. Aber diesmal verspreche ich es euch, dass wir mit der nächsten Aufnahme garantiert zum Sanktum reisen. Und seid mal ehrlich, das Erkunden von irgendwelchen random Höhlen hat doch auch etwas, oder? Nicht, dass ihr mir jetzt sagt, ich will Story, ich will nur Story, gib mir die ganze Zeit nur Story. Weil diese random Höhlen sind, die sind irgendwie, keine Ahnung, sie haben auch Charakter. Irgendwann nach einer Weile wird es zwar etwas trostlos und langweilig, wenn man die ganze Zeit durch die Höhlen läuft, aber bei mir hält sich die Langeweile noch in Grenzen, weil jede Höhle halt einzeln designt ist und man nicht immer durch exakt die gleichen Gänge und alles rennt
Und dazu kommt noch, dass wir immer wieder an unserem Set aufstocken. An dem Novizen- und Rottenmeister-Set. Was ich extrem genial finde und auch was extrem praktisch ist. Oh, Lichtstrahlen, endlich, raus da. Oh. Und es ist Nacht. Nein, bei Nacht möchte ich nicht reisen. Warten wir mal noch kurz 7 Stunden, bis es 9 Uhr morgens ist. Dann reisen wir schön bei Tag, wenn es schön hell ist. Keine Probleme mit der Sichtweite. So, wunderschön. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Oh, sieht das schön aus, traumhaft. Und mit diesem Ausblick würde ich sagen, möchte ich mich von euch verabschieden. 2 Stunden schon wieder. Wow, so viele Folgen nur am Erkunden und es hört einfach nicht auf. Diese Welt ist gigantisch. Aber das nächste Mal, hoch und heilig versprochen, wirklich jetzt. Wirklich, 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 wirklich jetzt. Von mir aus schreibt mir nochmal unter alle Videos, dass ihr mir Druck machen wollt oder sowas. Aber das nächste Mal gehen wir ohne Umschweife, ohne in irgendwelche Höhlen oder Minen oder sonst was zu gehen, direkt nach... Nach Sanctum, ja genau, nach Sanctum, genau, das macht Sinn. Wir gehen zum Sanctum. Bis zum nächsten Mal. Euer Stone verabschiedet sich. Ciao.